Eine Tür. Das wäre keine schlechte Idee. Ich richte mich jetzt hier viel zu hässlich ein in dieser kleinen Höhle, aber ja, warum nicht? Hübsch, jetzt habe ich eine Tür im Felsen. Ich baue mich jetzt hier einfach in den Felsen rein. Und wenn ich dann später noch ein Haus bauen will, das können wir ja alles wieder entfernen. Der Zwerg macht sich erstmal in den Minen gemütlich. Ist ja klar. Das erstmal in den Berg hineinbaue. Dunkel war's. Ich baue mich hier gerade steil runter. Aber ich denke, hier werde ich keine Kohle finden. Das wird jetzt hier wahrscheinlich vergebend sein. Ah, hier haben wir schon Bedrock. Das könnte ich dann mit dem neuen Handschuh wegmachen. Und da brauchen wir erstmal Kohle für den neuen Handschuh. Es wird morgen. Neuer Tag. Da ist doch was stehen geblieben. Ein großes rotes Ding. Ein Händler oder was? Entdeckt. Das sieht mir fast wie ein Händler aus. Pamkiru. Pamkiru heißt er. Und der hat hier einiges Interessantes anzubieten. Haunted Wall. Aha. Candy Skull Statue. Was? Nein. Denn das ist verschwunden. Tja, Mist. Haben wir eine Nachtkreatur. Ich muss, glaube ich, auch mal nachts hier rausgehen. Mal nachts ein bisschen was erkunden. Müssen wir irgendwann mal nochmal machen. Die Kreaturen der Nacht scheinen interessant zu sein. Gut, Kohle. Kohle ist jetzt hier heute noch die große Mission, um den neuen Handschuh zu bekommen. Wo finde ich am besten Kohle? Das schaut mir nach Lava aus. Das sieht mir sehr nach Kohle aus. Wenn nicht. Ist das hier Kohle oder? Ist auf jeden Fall erstmal unter Wasser. Water. Wasser abgebaut. Ein Block Wasser. Aha, funktioniert genauso wie in Minecraft. Verstehe. Diese dunkle Ecke, die scheint mir so. Scheint mir gut zu sein. Da komme ich gar nicht rein. Kohle.
Ich brauche Kohle. Oha, was bist denn du für ein Ding? Ach du Schreck. Wasser strömt aus der Höhle. Nee, weil ich sie platziert habe. Gut. So. Bist jetzt mal. Ich kämpfe hier gerade gegen solche Höhlenmonster. Und deine Verbindung ist gerade ziemlich schlecht über Discord. Ich verstehe dich kaum. Das stimmt nicht. Oder ich höre mich gerade doppelt. Das kann auch sein. Nein! Ich wurde besiegt in der Höhle. Zwang First LP was killed by a Night Walkster. Schön die Tür zu machen. Du bist jetzt im Spiel oder was? Bitte? Ich höre mich gerade doppelt irgendwie. Ja, ich höre mich sehr doll doppelt. Das ist ungut. Hast du es ins Spiel geschafft oder? Lars? Bist du hier? Nix. Er antwortet nicht. Du kämpfst ohne Licht? Wie, was mach ich ohne Licht? Ich trau mich gar nichts mehr zu sagen. Da macht er einfach vor mir die Tür zu, ich glaub's nicht. Was, wie vor dir? Ah, da bist du. Und ich höre mich doppelt. Das klingt ganz scheiße. Klingt ganz scheiße. Natürlich bin ich schuld. Hallöchen. Gleich mal in dich gestellt. Hey. Hier ist unser bescheidenes Heim. Ich habe schon mal eine Tür gemacht. Können wir uns irgendwann noch mal ein Haus bauen? Ist ziemlich dunkel. So, erstmal. Achso, aus dem Teleporter schon da. Jo, tags ist es hier ziemlich dunkel, aber nachts. Boah, was ist denn das jetzt mit Discord? Ich habe mich gerade nochmal neu. Irgendwie. Das klang gerade ganz scheiße. Wir brauchen Kohle. Lars, wir brauchen Kohle. Oh, Kohle, sagst du? Hast du eine Ahnung, wo es hier Kohle gibt? Kohle, Kohle, Kohle. Ich war schon in der einen Höhle drin. Holz brauchst du nicht mehr abzubauen. Jetzt kann ich dir ein bisschen was abgeben. Habe ich genug. Wir haben genug Holz, sagst du? Also, vielleicht. Also in der Bank ist nichts mehr. Ja, ich bin ja gestorben. Da, guck mal, da wo der Lichtschein ist. Ich gehe gerade mal mein Zeugs zurückholen, was ich im Rucksack hatte. Der große Lichtstrahl. Da bin ich gerade gestorben. Ich würde gerne jetzt heute nochmal Kohle besorgen. Damit wir den Mining-Handschuh ankriegen. Eine Bergziege. So, wie komme ich denn jetzt dahin? Ich gehe jetzt mal woanders lang. Mhm. Interessant. Also wenn du mein Inventar findest, kannst du es gern behalten. Da war jetzt nicht so viel Wertvolles drin. Das habe ich alles bei mir. Da war nur ein bisschen Holz und so weiter.
Hier. Hier ist die Höhle, wo ich gestorben bin. Ja. Ungefähr hier. Ja, hier unten. Ah, verdammt. Ich gerade hier wieder einen Hinterhalt. Ist ein Hintern halt. Lars ist sprachlos. Ja, immer. So begeistert von meinem Skill. Ist noch Beutel. Was sind da Leckeres drin in dem Todesstein? Auf die 13 Holz, 39. Klopapier. Wutschchest. Snap. Das Gras immer schön mitnehmen. Das können wir wegwerfen. Na nee, dann nehme ich die vielleicht noch mit. So. Meinst du, dass es hier Kohle gibt? Dieser Höhle, wo ich hier schon angefangen habe zu erkunden. Zwei Fackeln habe ich hier noch. Jetzt habe ich null Fackeln. Müsste ich mal eine neue machen. Muss man überhaupt wieder hin? Was sagst du? Wo willst du denn hin? Was hast du Ich bin vor? jetzt gerade in dieser Höhle, wo ich gestorben bin, und suche nach Kohle. Ich brauche Kohle. Das ist die große Mission jetzt hier. Kohle zu finden. Jetzt traue ich mich da nicht runter zu springen, weil dann bin ich. Dann springe ich ins Ungewisse. Ich glaube, ich lasse diese Höhle jetzt mal aus. Jetzt höre ich mich wieder doppelt. Gut. Gut. Wo bist denn du gerade? Hast du schon Kohle gefunden oder was ist jetzt? Nee. Gefackt. Teleport. Bin mal gerade zurück in der Höhle. Sehr gut. Zu Hause. Ich brauche doch Kohle für den Handschuh. Das ist jetzt hier das, was wir brauchen. Zwei Woodsnap und fünf Kohle brauchen wir. Fünf Kohle. Hot Rock. Vielleicht finden wir das in der Nähe von Nava. Das wäre eine Idee. Das wäre möglich, ja. Dass man Kohle in der Nähe von Nava findet, das wäre logisch. Die Musik war gerade ein bisschen penetrant. Dafür hat das Spiel wenigstens mal richtige Musik. Nicht wie Minecraft. Oha, aus der Höhe sollte ich vielleicht nicht springen. Am looking for Lava. Vielleicht finde ich da irgendwo Kohle. Also ich habe schon mal Lava. Ein Wasserblock habe ich noch mit dabei. Könnte ich eventuell. Ist relativ uneffektiv gegen Lava. Da passiert nicht viel. Was? Verdammt! Dreckskreatur. Ach, das sind Korallen. Das ist kein Lava. Ja gut, das musst du mir erstmal sagen. You have been defeated. Hat mich schon wieder so ein Dreckskreatur getötet.
Ja. Gut, ansonsten treffen uns mal bei dem beim Todespunkt, beim Lichtstrahl. Jo, hier ist mein Stein. Wo treibst du dich denn gerade rum? Ach, ich laufe ein bisschen umher. Das Holz nehme ich natürlich wieder mit. Die Wutschest auch, die sollte ich vielleicht mal aufstellen in der Höhle. Ach, nehmen wir alles mit. Das kann weg. Alles andere nehmen wir mit. Erstmal eine Chest in der Höhle aufstellen. Okay. Lars hat seinen Teleport-Button direkt neben meinem aufgestellt. Ich dachte, ich hätte mich zu ihm teleportiert. Tja. Tja, schade. So eine Chest. Oh, Bett. Wir können Betten craften. Alles gut, aber da brauchen wir ein bisschen was an Zeugs für. So, die Chest wollte ich aufstellen. Hey, Lars. Hey. Also, die habe ich jetzt im Beutel. Und hier machen wir eine schöne Ecke für die Chest. Was hast denn du da Schönes? So, das ist deine Hand. Das sah ein bisschen seltsam aus. So, Chest. Die ist auf der neuen. Hier müsste meine Fackel hin. Nee. Tada. Ansonsten mache ich gerade mal eine kleine Pipi-Pause. Nicht töten. Bin kurz weg. Ja. Hat er sich verdünnisiert? So, dann lagere ich mal hier das Zeug, was wir jetzt nicht gerade unmittelbar brauchen. Zum Beispiel das Kebab hier. Ultra Soft 12 PLY. Pilze brauchen wir, glaube ich, auch gerade nicht. Die ganzen Blumen und so weiter. Ansonsten können wir uns schon mal dran machen, dass wir mal ein Haus bauen. Helles Holz, dunkles Holz, Fackeln. Dass wir nicht ständig hier in dieser Höhle sind. Die Slabs wären auch sehr wichtig. Und das können wir erstmal hier. Wird schon wieder Nacht hier. Dann machen wir es, glaube ich, mit dem. Sammeln wir mal morgen ein bisschen Holz und fangen dann an, uns eine Unterkunft zu bauen. Kann ja nicht sein, dass wir hier ewig diese Grotte rumhängen. Oder was meinst du? Das ist mir egal. Ist dir also egal? Zwiebel so schön. Krapf.
können wir uns hier mal Betten aufbauen. Das habe ich doch gerade freigeschaltet. Dann können wir doch hier prinzipiell mal ein Bett bauen. Da brauchen wir Shared Leaves, Wood Rot, Stone Rot und Twine für. Wo finden wir das Zeug denn? Überall. Habe ich davon nicht schon was im Inventar? Rot habe ich nicht. Nee, habe ich noch nicht. Würde man sagen, dann sammeln wir jetzt Bettzeugs. Wo bist du hin, Lars? Folge ich dir gerade mal. Können wir gerade gemeinsam Bettzeug sammeln. Lass mich nicht nachts allein hier. Oh. Kreaturen haben mich schon einige Male umgebracht. Nein! Falschan. Och, bist du ein Süßer. Baby Leafy. Ist der Putzi. Ist das der Putzi? Putzi. Kleines süßes Ding. Wo treibst du dich so gerade rum? Ich hab Geisterschweine hier. Oh, hier ist wieder der Händler. Der Act. Der verkauft hier für Fische Sachen. Ach nee, für die Candy Skull Statue. Prinzipiell haben wir das, was er will hier. Missing Kite Resources. Aha. Ach so, ja, da haben wir noch rechts. Ah ja, der will Schleim und so. Interessant. Komm, können wir dem eine Totenmaske abkaufen und so. Es sind mehrere davon, von diesen großen. Die haben Zylinder auf und so große rot-grüne Monster. Riesige Dinger. Hinten haben die eine Kiste auf der Schulter. Die verkaufen hier komische Sachen. Wie eine Totenmaske und so. Kannst ein Skelett. Skelettschädel. Jack-O-Lantern. Spook Bench. Das ist wahrscheinlich Halloween Update oder so. Kannst du dir hier. Suspicious Skull Shaped Potty. Aha. Das ist aber sehr sus hier. Der ist ziemlich sus. Immer. Das falsche Spiel. Was bist du für ein Ding? Rausgeworfen. Weins und Sniff. So, was hast du schon alles Schönes gesammelt? Wir brauchen. Hallo. Wir brauchen Woodrot und Stone Rot und Twine und Shredded Leaves für ein Bett. Wie sieht es denn damit aus? Hast du da schon was gefunden? Ich habe hier ein Geisterschwein. Was ist denn mit denen los? Schon wieder so ein Viech.
bringe nichts Nützliches. Ich bringe nur Kopfkratzen. Ich bringe nur Kopfkratzen. Ah. Der hat mir wenigstens mal Schweinefleisch gebracht. Können wir irgendwann mal verspeisen. Ich glaube, das wäre auch mal nicht schlecht, dann was zu essen zu grillen. Ah, der hat Schleim. Ein Pumpkin Candy. Okay. Ich habe zwei Süßigkeiten bekommen. Zwei Candies. Gerade mal ein Schwein töten. Aha. Knochen, Leder, irgendein Seil und Schweinefleisch bringen die. Das sind Nachtschweine. Die bringen nur Blödsinn. Ich teleportiere mich gerade mal zurück. Hui. Hey, Klaus. Servus. So. Wir brauchen mal ein Bett. Am besten zwei. Schlaf ich nicht mit dir in meinem Bett. Nee. So weit sind wir noch nicht. Lass das mal lieber, ich bin fast tot. Cool. Du hast doch schon bestimmt Blätter vom Baum abgebaut, oder? Ja. 259. Pack mal bitte in die Truhe rein. Sofort. Entdeckt F. Na. Ziemlich viel. Machst du uns Betten? Oder sägst du jetzt Blätter? Ah, Shredded Leaves. So funktioniert das. Verstehe. Eine Schlafkoje. Ist eine gute Idee. Hier mal ein bisschen zwischen den zwei Fackeln. Ich mal wieder einen Fackel hin. Über die Kiste. Nee, das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich wollte da noch ein bisschen tiefer rein hier, damit wir hier. Und dann so längs aufstellen, damit wir. Damit zwei Betten nebeneinander passen. Sehr schön. Ich mache mir noch ein Licht an. Nachtlicht. Boah, geil, jetzt habe ich direkt eine Fackel über den Kopf. Das heißt, jetzt mal stoße ich mir in den Kopf, ey. Na dann. Gute Nacht. Was? Bis morgens. Da brennt was vor unserer Tür. Ach, du Mops. So, wenn wir uns dann mal langsam Haus bauen, jetzt wo wir Betten haben und so weiter, Truhe und so ein Zeugs, jetzt werde ich mal nicht weiter in die Höhle reinbauen. Ein bisschen Holz haben wir doch schon. Dass wir uns hier mal ein schönes Örtchen suchen. Von mir aus können wir auch hier Fenster ins Gebirge reinkloppen. Wäre auch vielleicht was Cooles, aber ich glaube, ich baue hier erstmal. Full life. Ich baue hier ein paar Bäume ab, damit wir hier ein bisschen
würde es mal hier so auf der Landschaft, das sieht doch ganz hübsch aus hier. Es bietet sich doch an hier, die große Wiese hier. Können wir doch hier mal über den Baum hier abbauen. Da haben wir hier noch ein bisschen Platz fürs Häuschen. So, warst du der Kohle? Da hast du Kohle gesehen. Da ist noch Kohle. Dafür brauchst du einen Extractor. Aha, okay. Du hast einen Extractor dabei. Gehabt. Okay, was die Kohle? Hast du die in den Truhe gelegt? Handschuh, Wood Chest, Stone Mining Cell. Okay. Müssen wir, glaube ich, erstmal ins Inventar legen, oder? Den Honig hier mal rein. Stone Mining Cell. Hey, wie mache ich das denn jetzt? Wie hole ich mir den jetzt? Ah, sehr, so, sehr gut. Jetzt habe ich es im Bag. Stone Mining Cell, Obsidian Mining Cell, das ist dann das nächste Goal. Ja, aber jetzt mal ganz ruhig mit den jungen Pferden. Jetzt haben wir hier erstmal gerade einen neuen Handschuh, den ich erstmal ausrüsten muss. Ein Bag. Sehr schön. Neue Handschuhe. Damit können wir jetzt auch Steine bauen. Hier kann ich doch gleich mal ausprobieren. Ich habe mich doch hier schon mal runtergegraben. Damit müsste ich mich doch jetzt hier, da wo der Lars schon ist, müssen wir uns doch jetzt noch mal tiefer graben können. Bedrock. Sehr gut. Wir können es jetzt durch Bedrock bauen. Das war in Minecraft auch nicht möglich. Das ist immer. Ach, du warst schon so freundlich. Hast hier Fackeln gecraftet. Bedrock. In Limestone war das jetzt hier. Ich komme hier nicht mehr hoch, doch ich kann ja zwei Blocks. Na dann. Irgendwas klimpert hier. Aha. Ein Ofen. Ja gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal Schluss an dieser Stelle. Haben jetzt schon 1,5 Stunden aufgenommen. Mega. Na dann, was hast denn du da Tolles? Willst du mich jetzt ja am Ende nochmal töten? Darf ich nach oben so euch gefallen haben lassen, aber da neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. In der nächsten Ich hab Aufnahme. nichts mehr. Bis dahin. Ganz uns gedrückt halten. Ja. Zwang First Epi war es defeated bei Commander Lars. Herzlichen Dank auch. Gute Nacht. Ah. Albträume. Ja, nach endlich. Juhu.